In den 23 Jahren, die seit der Erstveröffentlichung des ersten Harry Potter Romans vergangen sind, ist die magische Welt um den jungen Zauberer enorm gewachsen. Es gibt inzwischen 7 Romane, 8 Filme, 3 Schulbücher, ein Theaterstück, einen Freizeitpark, unzählige Menge an Merchandise und mit fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ein weiteres Spin-off-Franchise mit mehreren Filmen. In unserem heutigen Video wollen wir uns auf die Originalreihe konzentrieren, insbesondere auf einige Besonderheiten und Seltsamkeiten, die wir herausgefunden haben. Na klar, okay. Gryffindor! Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeige es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Lasst uns gleich loslegen. Nummer 10. Warum hat J.K. Rowling eigentlich ausgerechnet den Nachnamen Potter für Harry ausgewählt? Der Grund ist banaler, als ihr es euch vielleicht gedacht habt. Als Kind lebte in der Straße, in der auch Rowling lebte, 4 Häuser weiter eine Familie namens Potter. Rowling veröffentlichte jedoch auch eine Erklärung für Harrys Namen auf Pottermore, die auf der Geschichte der Zaubererwelt basiert. Demnach wurde Harry nach seinem Großvater Henry Potter benannt, der von seinen Freunden Harry genannt wurde. Henry Potter war damals in Ungnade gefallen, weil er sich öffentlich gegen den Zaubereiminister positionierte, der es den Zauberern verbot, den Muggeln während des Ersten Weltkriegs helfend beizustehen. Mit seiner Pro-Muggel-Positionierung trug er dazu bei, dass die Potters nicht auf der Liste der unantastbaren 28 aufgeführt werden. Laut dieser Geschichte hieß die Familie außerdem früher Potterer und der Name entwickelte sich im Laufe der Zeit zu Potter. Weiter mit Nummer 9. Der erste Roman, Harry Potter und der Stein der Weisen, erschien im englischen Original unter dem Titel Harry Potter and the Philosopher's Stone, erstmalig am 26. Juni 1997 bei dem britischen Verlag Bloomsbury. Damals konnte noch niemand ahnen, welchen Erfolg die Reihe einmal haben würde, und so bestand die Erstauflage aus gerade einmal 500 Exemplaren. Diese sind heute begehrte Sammlerstücke und werden zu Rekordpreisen gehandelt. Die deutsche Übersetzung erschien erstmals 1998 im Carlsen Verlag. Die Übersetzung wurde von Klaus Fritz gemacht, während das Cover von Sabine Wilhelm gestaltet wurde. Tatsächlich verkaufte sich der Roman in den ersten 10 Jahren nach der Veröffentlichung über 100 Millionen Mal und gilt als eines der erfolgreichsten Bücher aller Zeiten. 1999 wurde das Buch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Die Verfilmung unter der Regie von Chris Columbus erschien im Jahr 2001 und markierte den Anfang eines der erfolgreichsten und beliebtesten Filmfranchises der Welt. Zur Nummer 8. Hier totum locomotor. Der Mädchenname von Harrys Mutter lautet Lily Evans. So hieß sie, bis sie Harrys Vater James Potter heiratete. Lily Evans war muggelgeboren und in ihrer Familie die einzige Hexe. Sie war die jüngste Tochter ihrer Eltern. Ihre ältere Schwester war Petunia Evans, die später Vernon Dursley heiratete und dessen Namen annahm. Von ihren magischen Fähigkeiten erfuhr sie durch ihren Kindheitsfreund Severus Snape, der ihr von der Existenz der Zaubererwelt erzählte. Sie lernte in Hogwarts ihren späteren Ehemann James Potter kennen, mit dem sie in ihrem 7. und letzten Schuljahr zusammenkam. Nach der Schule heirateten die beiden und traten gemeinsam mit ihren Freunden dem ersten und ursprünglichen Orden des Phönix bei und kämpften im ersten Zaubererkrieg. Gemeinsam mit ihrem Ehemann James gelang es ihr insgesamt 3-mal, den dunklen Lord selbst zu besiegen. Nach Harrys Geburt musste die junge Familie aufgrund der Prophezeiung von Trelawney fliehen, da Harry ins Visier von Voldemort und seinen Todessern geraten war. Sie zogen nach Godric's Hollow, wo sie an Halloween 1981 von Voldemort gefunden und getötet wurden, nachdem ihr enger Freund Peter Pettigrew sie verraten hatte. Harry wurde daraufhin von Hagrid auf Sirius Motorrad zu den Dursleys geflogen, seine einzigen lebenden Verwandten, und dort von Dumbledore auf der Schwelle in ihre Obhut übergeben. Nummer 7. J.K. Rowling hat erzählt, dass Harrys bester Freund Ron tatsächlich auf einem Freund von ihr selbst im echten Leben basiert. Dieser heißt Sean Harris und ist Offizier bei der British Army. Die Ähnlichkeit war laut Rowling nie beabsichtigt, sondern ergab sich zufällig beim Schreiben. Rowling wollte Ron als besonders loyal, hilfsbereit und verlässlich beschreiben, und ein eben solcher Freund war Harris für sie. Er sei der erste gewesen, dem sie ihren Wunsch, Autorin zu werden, erzählt hatte und habe sie darin immer unterstützt und an sie geglaubt. Letztlich widmete Rowling ihm sogar den 2. Band Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
Hermine hingegen ähnelt ihr selbst als Kind. Dabei ist sie jedoch keineswegs eine genaue Kopie von der jungen J.K. Rowling. Ihr Ehrgeiz, Einfallsreichtum, Fleiß und ihre Intelligenz, aber auch ihre Unsicherheit, Versagensangst und bisweilen altkluge Art seien lediglich überspitzte Darstellungen von Rowling als Kind. Das Hauptziel, das Rowling mit Hermine als Charakter verfolgte, war jedoch der Ausdruck ihrer feministischen Weltsicht durch einen starken, unabhängigen, weiblichen Charakter. Weiter mit Nummer 6. Und 1. 2. Vertis Tagnum! Die Autorin J.K. Rowling wurde am 31. Juli 1965 geboren. Als sie Harry Potter schrieb, beschloss sie, dem jungen Zauberlehrling denselben Geburtstag zu geben, den auch sie hatte. Allerdings ist der junge Zauberer natürlich nicht 1965 geboren, sondern 1980. Demnach findet sein erstes Jahr in Hogwarts im Jahr 1991 statt. Während Harry also sein erstes Jahr als Zauberlehrling abgeschottet von der Muggelwelt zubringt, passiert in dieser allerhand. Die Sowjetunion wird endgültig aufgelöst, der Deutsche Bundestag zieht von Bonn nach Berlin, der berühmte Ötzi wird in den Südtiroler Alpen entdeckt und die beliebte britische Band Oasis wird gegründet. Doch Harry bekommt von all dem nichts mit und ist damit beschäftigt, allerhand Zauber zu lernen, sich in dieser für ihn noch völlig neuen Welt zurechtzufinden und erstmals seine eigenen Freundschaften zu knüpfen. Nummer 5. In der Welt von Harry Potter gibt es insgesamt 10 verschiedene Drachenarten. Es gibt das antipodische Opalauge, den chinesischen Feuerball, den gemeinen walisischen Grünling, den norwegischen Stachelbuckel, den peruanischen Wipanzahn, das rumänische Langhorn, den schwarzen Hebriden, den schwedischen Kurzschnäuzler, den ukrainischen Eisenbauch und den ungarischen Hornschwanz. Den Zauberern ist es gelungen, die Drachen bei den Muggeln in die Welt der Fabelwelt zu verdrängen, da sie diese Tiere besonders vor den Muggeln schützen und verstecken. Dafür wurden in mehreren verschiedenen Ländern sogenannte Drachenreservate als kontrollierte Lebensräume eingerichtet. Dort überwachen speziell ausgebildete Drachenwärter unter Aufsicht der jeweiligen Zaubereibehörde das Gelände, um sicherzustellen, dass kein Drache entwischt. Sollte es trotzdem dazu kommen, wird eine eventuelle Begegnung mit Muggeln mithilfe eines Gedächtniszaubers aus deren Gedächtnis gelöscht, um die Sicherheit der Drachen weiterhin zu gewährleisten. In der Zaubererwelt sind Drachen weithin bekannt und jedes Kind weiß auch um ihre Gefährlichkeit. Daher rührt auch das Schulmotto von Hogwarts, Draco dormies nunquam titillandus, was übersetzt, kitzle nie einen schlafenden Drachen, bedeutet. Und die Nummer 4. Das längste und umfangreichste Buch der Reihe ist der 5. Band, Harry Potter und der Orden des Phönix. Die deutsche Übersetzung ist ganze 1022 Seiten lang, doch auch die englische Originalausgabe bringt es auf stattliche 766 Seiten. Der Roman verkaufte sich weltweit etwa 55 Millionen Mal. Dieser Roman ist außerdem das erste englischsprachige Buch, das es auf Platz 1 der Bestsellerlisten in Deutschland schaffte. Er wurde am 21. Juni 2003 erstmals im englischsprachigen Original veröffentlicht und nur einen Monat später gab es bereits eine von Fans zusammengestellte Übersetzung von dem Projekt Harry auf Deutsch. Die offiziell lizenzierte Übersetzung von Klaus Fritz erschien am 8. November 2003 im Carlsen Verlag. Nummer 3. Als gäbe es trotz ihrer erschöpfenden Verteidigungsvorkehrungen immer noch ein Sicherheitsproblem in ihrem Haus. Viele der Hauptcharaktere haben noch einen Zweitnamen. So ist Harrys Zweitname James nach seinem Vater, Hermine trägt den Zweitnamen Jane, Ginny heißt nach ihrer Mutter mit Zweitnamen Molly und Ron hat den zweiten Vornamen Bildius. Die meisten Vornamen der Reihe trägt wohl der Schulleiter Professor Dumbledore. Sein voller Name lautet Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Nummer 2. Der 4. Roman der Reihe trug den Titel Harry Potter und der Feuerkelch. Er erschien erstmals im Juni 2000 mit einer Auflage von 3,8 Millionen in den USA und 1 Million Exemplare in Großbritannien. Allein an den ersten beiden Verkaufstagen wurden 530.000 Exemplare verkauft. Den Rekord für das am schlechtesten verkaufte Buch innerhalb der ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung hält allerdings der 7. Harry Potter Band, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, von dem sich am ersten Tag 8,3 Millionen
Millionen Ausgaben in den USA und 2,6 Millionen Ausgaben in Großbritannien verkauften. Zur Feier der Veröffentlichung hielt das Natural Historic Museum in London eine Lesung mit Signierstunde ab, die die ganze Nacht dauerte und bei der Rowling zusammen mit etwa 1700 Gästen teilnahm, die zuvor ausgelost worden waren. Bei der Veröffentlichung arrangierte J.K. Rowling ein Poster mit dem Bild des verschwundenen Mädchens Madeleine McCann für alle Buchhändler, da die Suche nach dem Mädchen damals fieberhaft in Gange war und die ganze Nation mit der Familie bangte. Und zur Nummer 1. Wusstet ihr, dass J.K. Rowling für ihre Harry Potter Bücher verklagt wurde? Die Klägerin war die US-amerikanische Autorin Nancy Stopher aus dem Bundesstaat Pennsylvania. Sie war der Meinung, dass Rowling Ideen und Charaktere aus ihren Büchern die Legende von Ra und den Muggels und Larry Potter und seine beste Freundin Lily kopiert hat. Tatsächlich gibt es einige Ähnlichkeiten zwischen den beiden Geschichten. So trägt Stophers Hauptcharakter den Namen Larry Potter. Er trägt eine Brille und hat schwarze Haare. Das Wort Muggels ist offensichtlich eine weitere Gemeinsamkeit. Laut Rowling basiert dieser bei ihr jedoch auf dem Wortspiel mit dem englischen Wort mug und das bedeutet leicht hereinzulegen. Außerdem ist die Verwendung des Wortes Muggels in der englischen Sprache bis ins 18. Jahrhundert nachzuweisen. Weiterhin gibt es in Stauffers Buch eine Person namens Nimbus, die auf einem fliegenden Pferd durch die Luft reitet. In Rowlings Harry Potter Romanen gibt es die bekannte Besenreihe Nimbus wie der Nimbus 2000, der eine wichtige Rolle im ersten Band spielt. Nach einem zweijährigen Gerichtsprozess befand ein Gericht, dass Stauffer gelogen und sogar Dokumente gefälscht hatte, um ihren Standpunkt zu vertreten. Stauffers Buch Die Legende von Ra und den Muggels, in dem Larry Potter noch gar nicht vorkommt, wurde erst 2001 vollständig veröffentlicht. Zuvor wurde nur 1986 ein kleines Booklet herausgegeben, das jedoch nie außerhalb der USA verkauft wurde. Rowling selbst besuchte die Vereinigten Staaten erstmals 1998 nach der Veröffentlichung des ersten Potter-Bandes. Kennt ihr noch weitere Besonderheiten rund um das Thema Harry Potter? Und welcher der heute vorgestellten Fakten hat euch am besten gefallen? Erzählt es uns unten in den Kommentaren. Wir freuen uns, von euch zu hören. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!